Servus Leute, was geht? Ich bin's der Bohne und ich möchte Sie heute wieder alle recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen weiteren Let's Play von mir. Hier heute das Finale, das endgültige Finale hier von Just Cause 2 hier bei mir, bei meinem Channel, bei meinem Kanal natürlich. Jetzt racen wir hier auch gleich los, zerstören. Ja, Granaten haben wir 6 Stück bei. So, hier schön anvisieren. Und jetzt erstmal die erste Granate schmeißen. Dann die zweite. Und noch eine. Oh, ist aber schon erledigt. So, geht's weg, Mann. Nehmen wir uns gleich mal die Kiste. Und dann schmeiß mal. Hä, warum kann ich jetzt da keine Granaten mehr hochschmeißen? So, jetzt komm, geh doch weg da. Ich kann jetzt bloß mit dem Ankerhaken nur zerstören, töten, weil ich keine Munition habe. Aber der scheint tot zu sein, oder? Jep, der ist tot. Komisch, wenn man den abschießt, dann schluckt er irgendwie so 2 Munitionen. Aber wenn man so, dann schluckt er nur 2 Ankerhaken. Der ist... Ah, da wieder eine Granate wieder zu viel unnötig verbraucht, aber... So ist es doch nice und da sind... Oh, das kann man sich... C4 ist da drinnen. Einwandschön, Alter, einwandschön. Sowas Schönes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. C4 hier, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Greifen Sie auf die letzte Konsole zu. Okay. Machen wir noch 3 dran. Jetzt da. Okay. Da. Okay, alles klar. So. Okay. Was finden wir denn da drinnen? Kommt hier irgendwas? Privat. Privatgemächer. Hier ist einfach mal so eine chinesische Siedlung. In so einer Box, in so einer Glaskuppel ist einfach so eine chinesische Siedlung. Ist das nicht nice? Oh, wer kommt jetzt? Hä, die kennen wir doch irgendwo her. Wer war das jetzt gleich nochmal? Da lacht er. Der lacht, der alte Schlawiner. Wer ist jetzt der? Was hat denn der auf der Schulter? Ah, das ist doch so ein Galopp-Poker oder irgendwie so. Keine Ahnung. Lass wir mal. Hören wir doch mal rein, was die hier Schönes zum Reden haben. Ich hätte es wissen müssen. Aha, also geht's hier um Öl. Das wussten wir hier gar nicht, gell, dass es hier nur um das Öl geht. Wir müssen noch keine Bohrinseln zerstören oder irgendwelche andere. Oh, jetzt, da kommt er. Boah, was hat denn der denn? Eine Granate? Oh, der Typ ist krass. Der Typ ist richtig krass drauf. Boah, der zieht den mit einer Wucht. Was sind denn da für gelbe Zähne? Nicht schlecht, Digga. Haut da einfach mal einen Suizid hin. Das gab's auch schon damals in dieser Welt, dass Leute sich Suizid mit einer Granate... Okay, gibt's heute vielleicht immer noch, aber...
Ich hab's jetzt nicht vor mit einer Granate. Oder ich hab's überhaupt nicht vor jetzt irgendwie. Aber was müssen wir denn hier jetzt überhaupt machen? So, erstmal hier Waffen holen. Da unten erstmal hier schöne Waffe. Da drüben ist auch nochmal. Mann, ich hasse es, gegen Helikopter zu kämpfen, weil die sind einfach nur so mega überpowered, Mann. Das ist einfach nur so übertrieben, wie stark die sind, Mann. Das ist einfach nur so. Boah, nee, ey, da könnte man schon wieder. Da könnte man schon wieder ausrasten, aber wir bleiben ja alles. Okay, dieser Typ ist hier der unlogischste Typ, Mann. Warum steht der einfach mal da hinten alleine? Den haben sie mal so richtig schlecht in die Mission eingebaut. So. So, mal schauen, ob ich. Ein Granatenwurf. So, ich versuche jetzt einfach mal den Helikopter so zusammenschießen, weil. Der. Wow. Das ist krass. Das ist richtig krass. Und ich habe hier fast kein Leben mehr. Hä, was ist denn das für einer? Ich habe den doch gerade getötet. Mann, ist das unfair. Und der hängt da einfach mal drinnen. Als ob einfach mal so ein Helikopter da reinfliegen würde, Mann. Über in die Öffnung da oben rein, Mann. Die können ja nichts. Die Leute hier. Ich versuche die einfach so abzuschießen, weil da unten sind so viele Leute, die ballern dich einfach nur ab wahrscheinlich, Alter. Das war nicht so klar, Mann. Weil da waren ja im Eingang schon übelst viel gestanden. So, jetzt, da komm jetzt mit dem Hintern zu mir. So, jetzt muss ich das ausnutzen. So. Shit, komm. Erstmal wieder ein bisschen relaxen, dass ich hier. So, jetzt da komm. Immer noch nicht. Wie viel schluckt denn der Heli? Ja, yeah. Der hat auch kein. Jawohl, jetzt ist er down. Jetzt ist er kaputt. Jetzt heißt es ab in den Angriff. Der zerstört einfach hier mal die Bäume. Man weiß zwar nicht, wie hier Bäume wachsen können, weil hier wahrscheinlich überhaupt keine Erde ist. Aber das ist hier chinesische Landschaft oder japanische Landschaft. Da muss das hier jetzt, ist hier Zauberei, weil die haben. Die sind vielleicht sind das hier auch bloß so. So mit. So hingebeamt die Bäume, weil die Chinesen und die Japsen, die sind hier schon ein bisschen weiter in der. Oh. Die Chinesen und die Japaner sind hier schon ein bisschen weiter in der. In der Biografie ihrer Technologie und Chromosatie. So. Ah, du Schlinge, versteck dich nicht hinter dem. Versteck dich nicht dahinter, sonst gibt's einen auf den Latz. Sonst gibt's einen auf den Latz, aber jetzt hier erstmal Gesundheit holen. Antibiotika, Anabolika holen. Hier Anabolika, schön die Muskeln aufpumpen lassen hier von dem Kästchen hier, von dem grünen Kästchen hier. Gönnen wir uns doch jetzt erstmal hier die Waffen und zischen hier. Zünden hier schön auf die Leute hier drauf, dass hier auch alles schön parat hier wird, läuft. Und deswegen wollen wir doch hier mal durchstarten und hier ein bisschen aufräumen. So. Konsole, 51 Meter. Ist da oben noch Leute? Sind da hier noch Leute? Weil nicht, dass sie die nicht hier irgendwie abschießen von oberhalb. Da ist noch einer, schau die. Das sind wie Ameisen, wirklich, wie Ameisen. Überall gammeln sie, aber keiner mag sie. Mann. Krieg ich den so? Nee. So, jetzt, jawohl. Aus dem unteren Handgelenk zischt er hier die Kugeln in den Mund. Da schluckt er. Wie so eine französische. Hacken sie die Konsole, um die Türen zu öffnen. Okay, alles klar. So, jetzt da bewegen wir uns mal. Da sind immer noch eine, Mann. Wie viele Leute sind denn da? Das ist ja lächerlich, sowas. Mann. Das ist ja lächerlich. Das ist ja richtig lächerlich. Hier oben ist auch keiner mehr. Vergewissern wir uns doch mal hier. Dann zischen wir uns hier gleich mal runter und
racen hier zur Konsole und geben hier den Code ein. X4 Kreis 3 Kreis 4 Kreis 3 X und alles ist erledigt. So, wo muss ich jetzt hin? Hacken, okay. Warum wackelt denn hier jetzt alles? Oh shit. Das zerstört mich. Verlassen Sie da, okay, da oben geht's raus. Haben wir doch schon mal den Ausgang gefunden. Oh, komm schnell raus hier. Scheiß auf die Typen, ich will die nicht zerstören. Ich will hier einfach nur raus, Mann. Wow. Schneller. So. Jawoll. Erledigt haben wir die Mission. Erledigt haben wir sie. Ich hätte dich im Dschungel töten sollen. Und dir dieses saftige Schwein entgehen lassen? Das wäre schon blöd gewesen. Jetzt, wo Pani tot ist, haben wir das Glück. Und ich hätte gern. So Leute, das war noch nicht das Ende der Mission, jetzt geht's weiter. Jetzt heißt Bergen, begeben Sie sich zum Ölfeld. Okay, dann müssen wir schauen, haben wir hier Munition alles? Darf mir nicht wieder mit null Schuss hier zum Platz gehen hier. Shit. Was ist denn das für ein Verrückter? Mann, der ist irgendwie. So, jetzt komm hier. Viereck, Bam, X, Bam, Kreis, Bam, raus mit dir. So, kann er hier irgendwas machen? Oh ne, die Flugabwehr schützt sich. Drehen sich schon auf uns. Das wäre. Boah, das ist auch mal ganz knapp, Kollege. Sondern, erzähl mir noch unser Helikopter. Ne, dann wollen wir hier erstmal starten hier. Wollen wir hier erstmal uns reinstarten. Wo es hier geht. So, hier, du bist die Granate, ich bin die Granate. Wir sind Kit, Kollege. So, dich zerstören wir auch gleich mal. So, weg mit dir. Oh, die Flugabwehr, wie die schlecht, ey. Das ist ja schon krass. Durchsuchen Sie das U-Boot. Okay, aber hier erstmal Gesundheit holen. Der schießt von mir von hinten. Aber die stören mich jetzt nicht, weil ich hier zum Tor, zur Torsteuerung gehe. Dreieck, Kreisviereck, X, bar, bla bla bla. Bla 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 bla. So, was erwartet uns da drinnen? Okay. Wow. Hä? Ist der Typ nicht tot? Der Typ ist doch schon längst tot, oder? Sie müssen eigentlich tot sein. Ach du Scheiße. Als ob der sich von der Granate von 2 cm nur so eine kleine Schürfwunde im Gesicht geholt hätte. Als ob, Alter. Würde ich halt irgendwie mit drauf würde ihn halt irgendwie abschießen oder so, aber nicht mit der Granate, ist ja übelst unlogisch. Und dann auch noch dann ist auch noch das die große Decke runtergeflogen. Bisschen unlogisch ist der. Schau, das ist halt bisschen unlogisch, ne? So, was müssen wir denn hier jetzt machen? Wahrscheinlich den Typen
höchstwahrscheinlich den Typen hier abschießen. Diesen Baby Panay. Töten Sie Baby Panay. Warum heißt der Typ eigentlich Baby Panay? Baby Panay. Und aber was ist jetzt so? Oh. Als ob der jetzt auf einmal in seinem Sessel hocken würde. Was ist denn das, Mann? Ich habe vier Schafe ertrunken gegen alles. Hey, warum ist jetzt auch noch so weit weg? Prima, noch übelst nah, jetzt ist auf einmal schon Meter weit weg. Alter, ich würde den Typen hier einfach totschießen, Mann. Oh, der alte Luchs mit seinem... Oh, der Typ ist krass. Müssen wir jetzt machen? Das ist hier die Frage. Was wir hier machen müssen. War zu lange vor. Mann, jetzt komm, direkt da. Der Hund ist da, runter. Ist der Hund geflogen? Nee. Was ist für einer? Der fliegt irgendwie runter und dann ist er doch wieder drauf. Mann, ist der übelst unlogisch. Aber man muss sich jetzt wieder konzentrieren, dass wir die Atombomben hier sicher entschärfen, die Bevölkerung hier. Rettet. Ich muss ja hier eine Konstante für die Bevölkerung sein. Auf mich muss man sich vertrauen. Jetzt, da komm, 1 gegen 1, Digga. 1 gegen 1, das verlierst du. 1 gegen 1 und 1. Wow, was für ein Wert. Der Typ ist locker schon 18 Jahre alt, aber keine Ahnung. So, jetzt. Ja, als ob man den da so reinzwickt. Als ob man den da so reinzwickt mit Knappen. So, mit dem Existenz. Schöne Explosion, richtig schöne Explosion. Und da ist wieder der Schelden am Boss. Richtig schöne Explosion. Jetzt schauen wir mal, was die hier reden. Und so ein Atompilz, ein Atompilz. So schön, so wunderschön. Aber was wird aus Panar? Tja, da trinken sie alle Margarita.
Die Zigeuner. Die alten Schlinge. Gönnen sie sich einfach mal alle. Gönnen sich sehr mal einfach alle eine Margarita. Mit schöner Sonnenbrille gegen den Kumpel. Wunderschön, wunderschön. Natürlich in echt wollen wir sowas nicht erleben. So, was ist jetzt? Dann war es wahrscheinlich auch schon das mit der Mission. Das war Just Cause 2. Hier kommt auch schon der Abspann. Ich will sagen, danke Leute. Danke für die tolle Unterstützung hier bei Just Cause 2. Und dann will ich mich auch schon verabschieden hier von Just Cause 2. Das waren die ganzen 36 Missionen. 37 Missionen sind es. 37 Missionen sind es. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht wieder bei. Wahrscheinlich wieder bei FIFA oder Minecraft oder beides. Man weiß es nicht. Oder vielleicht noch in einem anderen Game. Man weiß es nicht. Ich will sagen, ciao. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis die Tage.